Hier ist OE8 VWK, Oscar Echo 8 Victor India Kilo. In diesem Video geht es ums Referat Einführung in DMR. Ich habe dieses Referat bereits im Mai 2018 in Villach abgehalten und möchte dies nun auch als YouTube-Video verbreiten, da ich ja nicht in ganz Österreich touren kann. Als erstes stelle ich mich immer kurz vor. Ich habe übrigens das auch schon ein Referat in D-Star als Video online gestellt. Habe mich dort auch vorgestellt, aber vielleicht der eine oder andere interessiert sich für D-Star nicht, aber für DMR deshalb kurz die Vorstellung. OE8 VWK, Vorname Michi, Schweizer Rufzeichen wäre HB3YZD. Mein QTH in Kloten, das ist am Zürcher Flughafen der Schweiz. Zweit QTH in Finkenstein am Fackersee. Das ist die Gemeinde südlich von Villach in Kärnten. Ich bin lizenziert seit 2010. Ich unterhalte die Homepages DMR für DMR ham-dmr.at, die D-Star-Homepage ham-dstar.at, C4FM ham-c4fm.at und für die Schweiz noch www.digitaleramateurfunk.net. Ich bin auch SysOps des DMR Umsetzers in Kloten am Zürcher Flughafen HB9AK. Es handelt sich hierbei um einen Hytera RD625 mit Hytera DMR Gateway. Das heißt, der Umsetzer ist mit IPSC2 Wien verbunden, mit dem dem Server im ÖVSV-Rechenzentrum. Dann mit dem Brandmeister-Server, das Schweizer Umsetzer ist mit dem Brandmeister-Server der Schweiz verbunden und dann nachher noch mit dem XLX in der Variante DMR. Ich bin auch SysOps des Test-Umsetzerstandortes OE8XGK Finkenstein, auch dort Hytera RD625 mit Hytera DMR Gateway. Auch dieser Umsetzer ist verbunden mit dem IPSC2-Server im Rechenzentrum beim ÖVSV, mit dem Brandmeister-Server in Deutschland, da Österreich keinen eigenen hat, und auch mit XLX in der Variante DMR. Ich bin Moderator der DMR OE Supportrunde, welche jeden dritten Dienstag zwischen 19 und 19.55 Uhr auf dem DMR Plus Reflektor 4189 stattfindet. Auch bin ich Admin der DMR, DSTA und C4 Telegram-Gruppen von Österreich. Da komme ich dann näher drauf, später noch drauf zu sprechen. Und beginnen wir. Wie ich es beim DSTA-Referat auch schon gemacht habe, kurz hier die verschiedenen Betriebsarten grafisch dargestellt. SSB, AM, FM, DSTAR und als letztes unter FDMA, TDMA ist das Signal von DMR zu sehen. Bei DMR gibt es zwei Zeitschlitze, englisch Timeslot oder ganz kurz Slot genannt, Zeitschlitz 1, TS1 abgekürzt, Zeitschlitz 2, TS2 abgekürzt. Auf beiden Zeitschlitzen kann unabhängig voneinander ein Kurs so geführt werden. Und weil es also ein Zeitschlitzverfahren ist, wird das Signal immer Zeitschlitz 1, Zeitschlitz 2, Zeitschlitz 1, Zeitschlitz 2, Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2 ausgesendet. Es wird ja exakt die gleiche Frequenz benutzt. Das heißt, die Signale würden sich grundsätzlich überlagern oder das würde ja normalerweise nicht funktionieren. Ein FM-Signal beispielsweise oder zwei D-Star-Signale auf der gleichen Frequenz. Aufgrund des Zeitschlitzverfahrens geht das aber sehr gut. Da wird immer ein Stückchen 1, ein Stückchen 2, ein Stückchen 1, ein Stückchen 2 und so weiter ausgesendet. Und das relativ schnell im 30-Millisekunden-Takt etwa. Und die DMR-Funkgeräte, die wissen ja dann aufgrund der Kanalprogrammierung, ist man jetzt am Zeitschlitz 1 oder am Zeitschlitz 2 QRV und filtert die Übertragung des anderen Zeitschlitzes raus. Man merkt also überhaupt nicht, dass da ganz kleine Unterbrüche grundsätzlich vorhanden sind. Bei DMR wird die Sprache digital übertragen. Wie ihr wisst, digital, da gibt es kein Rauschen. Wenn das Signal schwächer wird, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Hier als Beispiel, wenn man das jetzt beim analog und digitalen Fernseher anschauen würde, dann sieht man ganz links ist das Bild perfekt. Dann das zweite Bild von links bei analog ist auch noch sehr gut. Das dritte, das ist schon mit Störungen behaftet und ganz rechts ist das Signal weg. Bei digital 1, 2 und 3 Bildqualität genau gleich gut, dann wird das Signal schlecht und dann ist einfach weg. Das ist vielleicht auch der Vorteil von der digitalen Übertragsart, das heißt, es gibt da
bei schwachem Signal kein Rauschen. Es wird eigentlich im Prinzip rausgefiltert, existiert nicht und ja, entweder das Signal geht oder das Signal geht nicht. Was benötigt man, um bei DMR zu sprechen? Das erste ist relativ klar, mal ein DMR-Funkgerät, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Wenn man ein DMR-Funkgerät sich zulegt, dann bitte auch schauen, dass man gleich die Programmiersoftware und das entsprechende Programmierkabel dazu kauft, falls das nicht bereits beim mit dem Funkgerät mitgeliefert wird. Dann braucht man einen erreichbaren DMR-Umsetzer oder einen eigenen privaten Hotspot. Gehe ich nachher darauf ein, was ein Hotspot ist. Zur Identifikation im DMR-Betrieb braucht es die DMR-Nummer. Wie man zu einer DMR-ID-Nummer kommt, das ist im DMR-Handbuch im Detail beschrieben und auch auf der Homepage hem-dmr.at. Was ist die DMR-ID? Die DMR-ID gilt als Identifikation im Funkbetrieb, weil bei DMR wird das Rufzeichen nicht ausgesendet, sondern eine Nummer. Jede Nummer wird nur einmal vergeben. Man kann das vielleicht so vergleichen wie beim Mobilfunkbetrieb. Da wird ja auch die Nummer mit ausgesendet, ohne dass der Name des entsprechenden Anrufers erscheint, außer man hat ihn unter den Kontakten abgespeichert. Das ist bei DMR ist das exakt genau gleich, wenn man natürlich jemand, die DMR-ID eine Person im Gerät als Kontakt abspeichert, dann erscheint am Display bei einer Aussendung desjenigen natürlich das, was man abgespeichert hat und nicht die Nummer. Je nach Funkgerät vielleicht dann beides. Also die DMR-ID wird weltweit nur einmal vergeben. Das ist wie mit der Telefonnummer. Man hat sich geeinigt, dass man maximal pro Rufzeichen nur zwei DMR-ID-Nummern vergibt. Man braucht nicht für jedes Funkgerät eine eigene Nummer. Es genügt prinzipiell, dass man nur eine Nummer hat. Gibt vielleicht irgendwann mal eine Situation mit Hotspot-Betrieb oder so, wo es vielleicht gut ist, dass man eine zweite hat, aber grundsätzlich braucht nicht jedes Funkgerät eine eigene DMR-ID-Nummer. Die persönliche DMR-ID-Nummer ist siebenstellig. Ich möchte das anhand meines Rufzeichens kurz erklären. Meine DMR-ID ist 232 8036. Die 232, das ist das Land, das ist Österreich. Die 8 bezeichnet das Bundesland, bei mir Kärnten, OE8. Und die 036 ist eine fortlaufende Nummerierung, die verwendet wird, wenn man sich für eine DMR-ID registriert. Die ersten drei Nummern der DMR-ID nimmt man analog der GSM-Nummerierung aus dem Mobilfunk. Vielleicht mag sie euch noch erinnern, als in Österreich nebst A1 damals Max Mobil am Markt erschienen ist, bei den Handys, die eine alte Firma drin hatten, ist dann nicht Max am Display erschienen, sondern 232-02, wenn es mich nicht da richtig täuscht, eben weil 232 dort auch steht, die das Land angezeigt hat oder das gesagt hat, welches Land, aus welchem Land diese DMR-ID kommt oder welchem Land die zugewiesen ist. 228 wäre Schweiz, 232 ja, Österreich, 222 wäre Italien, 262 Deutschland, 263 auch schon Deutschland, weil ja, das hat zu wenig DMR-IDs mit 262. Man musste da bereits 263 eröffnen. Ja, das war's. Ein abruptes Ende. So, Gedanken beim Gerätekauf. Bevor man ein DMR-Funkgerät sich zulegt, sollte man vielleicht den einen oder anderen Gedanken machen. Was will ich? Möchte ich ein Mobilfunkgerät oder ein Handfunkgerät? Dann möchte ich 2 Meter Band, 70 Zentimeter Band oder Dual Band Variante. Ja, wieso sage ich das so deutlich? Man muss sich überlegen, 2 Meter oder 70 Zentimeter. Bei DMR handelt es sich eigentlich um Betriebsfunkgeräte. DMR wurde nicht für den Amateurfunk erfunden, sondern für den Betriebsfunk. Und beim Betriebsfunk ist es im Normalfall nicht notwendig, dass man Dual Band Geräte hat. Ja, so mit 2 Meter 70 Zentimeter darf 70 Zentimeter mehr Frequenzen zur Verfügung stehen als im 2 Meter Band. Hat sich das so eingebürgert, dass vor allem im Sieb der mehr sich im 70 Zentimeter Band abspielt. Das heißt, der größte Teil der Amateurfunke wird 70 Zentimeter Geräte haben
Und oder in der Zwischenzeit die Dualband-Variante, die man dann extra für den Amateurfunk eigentlich auf den Markt gebracht hat und das auch nur durch günstige China-Anbieter. Also es gibt von den großen bekannten Marken gibt es kein Dualband-Gerät. Muss aber noch vielleicht kurz dazu sagen, 2 Meter Umsetzer gibt es in Österreich im Moment einen einzigen in Vorarlberg, sonst gibt es keinen 2 Meter, der mehr Umsetzer. Also, da, bei Gerätewahl ist sicher mindestens einmal das 70 cm Band, muss, sollte das Gerät schon haben. Dann soll das allfällige Handfunkgerät, das man sich kauft, auch einmal an eine externe Antenne angeschlossen werden. Wieso ich das sage, sehen wir nachher, wenn ich euch ein paar Bilder von der Mehrfunkgeräten zeige. Dann welche Gerätehersteller soll es sein und wie teuer darf das Gerät sein? Frequenzband, ich habe es erwähnt, ist wahrscheinlich das wichtigste Argument. Noch einmal zusammengefasst, Handfunkgerät, Mobilfunkgerät. Dann ganz, ganz wichtig, darum rot, das DMR-Funkgerät muss Tier 2 Standard sein. Es gibt Tier 1, da gibt es eigentlich kein Zeitschlitzverfahren. Dann gibt es Tier 3, das wäre DMR-Bündelfunk, Betriebsfunk. Tier 2, das ist das mit dem Zeitschlitzverfahren, Zeitschlitz 1, Zeitschlitz 2. Das ist dieser Standard, welchen wir im Amateurfunk verwenden. Es gibt also günstige Baufänggeräte, die nur Tier 1 Standard haben. Also bitte aufpassen beim Gerätekauf. Da, dass das Tier 2 Standard oder Moto Turbo Standard steht manchmal auch drauf. So, wir haben Gerätehersteller. Wahrscheinlich der bekannteste im DMR-Bereich in der Zwischenzeit Hytera. Früher war das einmal Motorola. Hytera ist auch ein, ja, ein Markenartikel, bekannter Markenartikel. Die Geräte sind als Konkurrenz zu den Motorola DMR-Geräten auf die Marke gekommen. Im Amateurfunkbereich wahrscheinlich in der Zwischenzeit mehr verbreitet wie Motorola. Wieso? Hytera war ein bisschen günstiger oder ist ein bisschen günstiger und Hytera ist zumindest bei gewissen Sachen den Amateurfunkern entgegengekommen. Das bedeutet, bei Hytera-Funkgeräten, also bei den meisten zumindest, ist es möglich, bestehende Kanäle direkt im Gerät abzuändern, umzuwandeln, und so weiter. Bei Motorola-Geräten muss wirklich für alles bis auf einen Kontakt hinzufügen, muss beim Motorola-Funkgerät, dass jede kleine Änderung an den Computer angeschlossen werden. Bei den Hytera-Geräten ist es je nach Funkgerät schon möglich, dass man gewisse Kanäle, also dass man bei gewissen Geräten die Kanäle ändern kann, Einstellungen, Sprechgruppen etc. etc. Und deshalb ist Hytera vorzuziehen gegenüber Motorola. Ist natürlich Geschmackssache. Es gibt sicher jetzt Motorola-Fans, die da nicht Freude haben an meiner Aussage. Ich bin eher auf der Hytera-Seite zu Hause. Aber die Motorola-Geräte sind also nicht schlechter. Die sind qualitativ sehr, sehr hoch auch. Sie sind halt relativ teuer, obschon ja auch die Hytera-Geräte nicht gerade die günstigsten sind. So, dann sind dann die günstigen Chinesen-Geräte auf die Marke gekommen. Zuerst hat das mit Red Tevis begonnen und TYT. Zuerst eine Zeit lang ist noch Hytera drauf gestanden. Es war dann zu ähnlich gegenüber Hytera. Wieso das dann plötzlich TYT gestanden hat auf den Geräten. Ich weiß nicht, ob da Hytera interveniert hat. Keine Ahnung, ist auch für uns unrelevant. Islands hat ein oder zwei, naja, es gab immer noch bei einem Gerät auf dem Markt gebracht, gehört aber zur Firma Red Tevis. Dann Radio Ditti, auch ein sehr günstiger Anbieter. Die bieten DMR-Geräte für 80 Euro an, ja, oder eines zumindest jetzt einmal. Ja, mein Fall ist das Radio Ditti GD77 nicht, aber ja, wenn man ein ganz günstiges Gerät will, ist man sicher bei der Marke am richtigen Ort. Und dann der letzte Schrei aktuell ist Anytone. Ich zeige euch nachher ein Bild davon. Die Firma Anytone hat ein DMR-Gerät auf den Markt gebracht, auch Dualband. Da gehe ich dann nachher kurz rein, was da jetzt wirklich in aller Munde ist im Moment. Dann empfehle ich Hände weg von der Marke Baofeng. Bei vielen Baofeng DMR-Geräten, die waren angekündigt, dass das Gerät dann mit seinem Firmware-Updates zum Tier-2-Standard geflasht werden kann. Das hat so wie ich weiß, gar nicht stattgefunden dann. Es gibt zwar aktuell ein Baofeng-Gerät auf dem Markt. Ich habe schon einen Kollegen gehört, der mit so einem gesprochen hat. Das hat gut funktioniert, hat auch den Zeitschlitz 1 und 2 Unterschied jetzt implementiert. Aber ja, ich persönlich bin da vorsichtig. Es ist auch so, dass praktisch alle Baofeng-Geräte in der Schweiz verboten sind. Also wenn ihr jemals einen Ausflug in die Schweiz tätigt, lasst bitte das Baofeng
Fanggerät zu Hause. Es könnte sein, dass allenfalls bei einer Kontrolle oder am Zoll, wenn der Zöllner ein bisschen genauer raufschaut oder sich vielleicht tatsächlich informiert wurde durch das BAKOM, Bundesamt für Kommunikation, hier da Probleme kriegt. Also beim Zoll ist es heute schon so, dass ein Kollege hat von mir die Erfahrung gemacht, dass er da Baufengeräte importiert hat und einige Wochen später ist die Funkbehörde dann bei ihm erschienen und hat die Funkgeräte konfisziert. Also da in der Schweiz sicher zumindest einmal Vorsicht, wenn ihr einen Besuch macht in der Schweiz mit Gerätemarke Baufeng. Dann Vorsicht bei Geräten mit integriertem Mobiltelefon, der mehr Geräten aussetzt bei Hetera. Hetera hat eins für etwa 1600 bis 2000 € im Angebot, integriertes Smartphone mit DMR-Funkgerät drin. Das hat sicher einen Standard und ist hochqualitatives Gerät. Das ist sicher in Ordnung, aber es gibt natürlich auch hier aus China günstige Geräte. Ich habe selber mal eins in Betrieb gehabt, ist aber dann nach knapp einem Jahr schon einem Defekt erlegen. Ich sehe jetzt noch auch ein Bild, Ranbo H1C hat das geheißen und das war so, dass das bei der Aussendung da nicht so ganz auf der Frequenz gelegen ist. Also Hotspot-Betrieb mit diesem Gerät war überhaupt nicht möglich. Der Hotspot hat gar nicht reagiert. Über die Umsätze hat es sehr wohl geklappt, aber sehr, sehr eingeschränkt und auch die Apps, die es da gibt, die überzeugt mich da überhaupt nicht. So, ich zeige euch jetzt da einige Beispiele. Das war oder ist, das habe ich immer noch, mein allererstes DMR-Gerät, das ich mir 2012 zugelegt habe. Das Hetera PD785G. G mit GPS, es gibt es auch ohne GPS. GPS macht vielleicht dementsprechend Sinn, dass wenn man GPS-Signale empfängt, hat man die Möglichkeit, mit dem Gerät die übers DMR-Netz, über welches man arbeitet, ins APRS.fi zu schicken. Also wer da diese Sache toll findet und der Spaß macht, APRS, da müsste man schauen, dass man ein Gerät mit GPS nimmt. Das Gerät ist ein 70 cm Gerät, Kostenpunkt 450 bis 500 € müsst ihr mit da rechnen. Ohne GPS kriegt es wahrscheinlich 60, 70 € günstiger. Wie gesagt, ich habe es 2012 gekauft. Das ist heute noch erhältlich und ist mein Lieblingsgerät. Also wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin, halte ein Referat und ich muss einfach davon ausgehen, dass das Gerät wirklich tiptop funktioniert, dann ist garantiert klar, dass ich mein Hetera mitnehme und keines der günstigen chinesischen Geräte. Obwohl die günstigen chinesischen Geräte heute auch schon sehr, sehr gut sind. Also nicht, dass die schlecht sind, möchte das da nicht denen abreden, aber von der Qualität her, vom Audio her und von der Empfangsstabilität sind die Hetera-Geräte schon besser. Das ist ein kleines Gerät für die Brust, Hemdbrusttasche, Hetera PD365. Und jetzt kommen wir dazu, wie ich vorher gesagt habe, überlegt euch beim Kauf, soll einmal eine externe Antenne angeschlossen werden. Beim 785er sieht man, ja, so genau sieht man es da nicht, aber da kann man die Antenne abschrauben, man hat dann einfach keinen GPS-Empfang mehr. Aber hier könnte man eine externe Antenne anschließen und bei diesem Gerät ist die Antenne oben da. Die Haiflosse ist da fix, also das kann man nicht wegnehmen oder eine externe Antenne anschließen. Dann mein erstes günstiges China-Gerät, das ich mir zugelegt habe, das TYT MD390 mit GPS, ist baugleich mit dem Retevis RT8. Da gibt es eine experimentelle Firmware, wo man einspielen kann und hat dieses Gerät viele Funktionen, was beispielsweise Motorola und Hetera nicht haben, dass beispielsweise jede Sprechgruppe gehört wird, auch wenn man sie nicht in der sogenannten RX-Empfangsliste, da komme ich nachher noch dazu, was das ist, erfasst hat. Und man hat auch sonst noch einige nette Spielereien mit der experimentellen Firmware. Und so eine experimentelle Firmware gibt es da für die klassischen Betriebsfunkgeräte, die Markenartikel wie Motorola und Hetera halt einfach nicht. Das war mein zweites Gerät, habe ich aber in der Zwischenzeit veräußert. Das ist das allererste Dualbandgerät, das es für DMR gegeben hat, das TYT MD2017, 2,70 m, baugleich mit dem RT82. Beim RT82 ist nur da der Volume-Knopf oben links Schutz,
wo man da sieht. Und die Antenne, die da ein bisschen dick ist am unteren Teil, schaut dort ein bisschen anders aus. Das Gerät ist sonst identisch. Hat aber keinen Kanalwahlschalter, hat in der Mitte da, man sieht, so eine Art Mini-Joystick. Ich bin mit dieser Bedienung nie warm geworden, also das ist nie, war nie mein Ding. Das ist auch ein Grund, wieso ich das Gerät dann relativ schnell wieder veräußert habe. Das nächste günstige Gerät, das ich zum Testen mir zugelegt habe, das ist das Aliens HD1. Das habe ich heute auch noch zum Testen. Das ist das erste Gerät, mit dem man auch Frequenzen neu abspeichern konnte oder anlegen konnte. Und auch sonst hat das ein paar nette Features. Auch hier hat es schon ohne experimentelle Firmware von Haus auf diesen Prosiskus-Mode drin. Das heißt, man hört alle Sprechgruppen und muss da nichts irgendwo in eine Liste hinzufügen, welche Gruppen gehört werden und welche nicht. Ist auch ein Dualband-Gerät. Und das erste, nein, Entschuldigung, ich habe dir gesagt, man kann einen Kanal hinzufügen, bin ich jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber das erste Gerät, das einen echten VFO hat, das wollte ich sagen. Das heißt, ich gebe 145.000 ein und kann oben mit dem Kanalwahlschalter die Frequenzen in einem vordefinierten Schritt oder Raster hinauf und hinunter schalten. Dann der absolute Knüller im Moment in aller Munde, das Anytone D868UV hat auch einen reinen VFO drin, wie wir es von den Amateurfunkgeräten kennen. Mit dem Gerät kann man neue Kanäle anlegen, bestehende überschreiben, machen und tun. Dieses Gerät hat auch diesen Prosiskus-Modus drin. Man kann so einstellen, dass man nur die entsprechende TG hört, die man aktuell gewählt hat, dann, dass man alle TGs hört vom Zeitschlitz, von dem entsprechenden Zeitschlitz, wo man QFV ist, und man kann einstellen, dass man gleichzeitig Zeitschlitz 1 und 2 hört, wenn auf beiden ein QSO läuft dann und das Mikrofon losgelassen wird, dann hüpft der relativ nach etwa gut 2 Sekunden zum anderen QSO hinüber. Ist dann ein bisschen mühsam bei längeren Umschaltpausen. Hat auch den Mode, dass es egal welcher Color Code, da komme ich nachher drauf, ausgewählt, das ist eine Art digitaler Tonsquelch, egal welcher es ausgesendet wird, man hört bei diesem Gerät immer alles. So, dann komme ich zu diesem Smartphone-Gerät, Smartphone und DMR-Funkgerät drin. Seine nette Spielerei, so richtig überzeugt hat das mich nicht. Das Ranbo H1C wird auch durch die Firma R-Finder verkauft. Ich bin da auch da nicht glücklich geworden mit dem Gerät. Ich habe es einmal ausgetestet. Nette Spielerei. Der Smartphone-Teil mit Android funktioniert sehr wohl, sehr gut. Der Akku 6000 mAh ist natürlich auch genial, aber die DMR-Apps, die haben mich bis zum Schluss nicht überzeugt. So, kommen wir zu den DMR-Netzen. Weltweit existieren mehrere unabhängige und selbstständige DMR-Netze. Bekannt geworden ist natürlich als erstes das Motorola DMR-Marknetz, an welchem ursprünglich nur Motorola-Umsetzer QV waren. Als nächstes ist das DMR Plus Netz gekommen. Zuerst hat man Hetera Netz dazu gesagt. Wieso Hetera Netz? Ja, weil ursprünglich nur Hetera-Umsetzer damit verbunden werden konnten. Ja. Baumeister, die heutige, ja, muss man sagen, Nummer 1 natürlich, ja, klar Nummer 1 seit Herbst 2015 auf dem Markt, und XLX als D-Star erschienen. In der Zwischenzeit beherrscht es auch das DMR, und das seit 2017. Und dann gibt es noch unabhängig weitere kleine Netze weltweit, aber so im deutschsprachigen Raum haben wir jetzt eigentlich alles abgedeckt. In Österreich bei uns ist der IPSC2 in Betrieb. DMR Austria nennt man das so in der übersprachlich. DMR Austria IPSC2 hat die DMR Plus Reflektoren, dann eigene Sprechgruppen plus auch die österreichischen regionalen und die deutschen regionalen Brandmeister-Sprechgruppen. Also IPSC2 ist nichts anderes als ein System, welches aus den anderen verschiedenen Netzen Sprechgruppen oder Reflektoren mit anbietet. Das heißt, egal ob man Motorola-Umsetzer oder Hetera-Umsetzer hat, oder da gibt es glaube ich auch noch irgendwas, einen günstigen Chinesen, fällt mir jetzt aber der Name nicht ein, ist das sehr, sehr selten, sieht man das vorwiegend im Brandmeisternetz, habe ich das irgendwo in der Schweiz einen einzigen entdeckt. Und ja, im IPSC2 kann man einfach alles dazuschalten nach Lust und Laune. Ja. Also ist nicht nur eingeschränkt auf ein Netz oder eingeschränkt auf eine Marke, Motorola oder Hetera.
So, DMR Austranetz, IPSC2, Stand September 2018, natürlich immer je nach Netzanbindung oder nach allenfalligen zwischendurch Ausfall, nach Unwettern oder so, sind das jetzt eigentlich 38 Umsetzer, die in Österreich am IPSC2 OE angeschlossen sind. Sieben davon haben das DMR Gateway in Betrieb. So, ich muss ganz kurz wegen meiner Stimme einen Schluck trinken. Ich rede schon fast eine halbe Stunde oder 20 Minuten dazwischen durch, ist ein Schluck notwendig. Sieben davon haben ein DMR Gateway in Betrieb. Das DMR Gateway hat diesen Sinn eigentlich, dass man den Umsetzer in mehrere Netze, an mehrere Netze anschließen kann, und zwar direkt. Da haben wir sieben Umsetzer, die am IPSC2 angeschlossen sind, die DMR Gateway in Betrieb haben. Baumeisternetz Österreich ist auch gewachsen. Aktuell jetzt Stand September 2018 sind es 19 Umsetzer. Sieben davon haben ein DMR Gateway in Betrieb. Ja, muss natürlich die gleiche Zahl sein wie beim anderen Netz, beim IPSC2, die mit beiden Netzen verbunden sind. Also reine Brandmeister-Umsetzer in Österreich sind es 12 Stück und sieben sind mit beiden Netzen direkt verbunden. Kommen wir zu den DMR-Begriffen. Einzelruf, Codeblock, Reflektor, Gruppenruf, Zeitschlitz und so weiter und so fort. Viele Begriffe, die Neulinge sagen, boah, was ist das alles? Ja, bringen wir doch Licht ins Dunkeln. Reflektor. Wie der Name Reflektor schon so sagt, reflektiert dieser das Gesprochene und man wird überall dort gehört, wo der entsprechende Reflektor aktiviert ist. Ein Reflektor, das habe ich beim D-Star-Referat auch schon gesagt, ein Reflektor ist nichts anderes als ein vordefiniertes Gebiet, wo das QSO gehört werden soll. Reflektoren kennen wir vom D-Star her schon. Ein Reflektor muss jeweils vor dem QSO aktiviert sein oder vielleicht oder aktiviert werden, oder wie es oft der Fall ist, dass am Umsetzer standardmäßig einen Reflektor aktiviert ist. Wenn da kein Reflektor aktiviert ist, dann ist das QSO lediglich lokal zu hören über den entsprechenden Umsetzer. Der Reflektor wird als Privatruf, Einzelruf aktiviert. Was ein Einzelruf ist, das erkläre ich nachher gleich. Das QSO ist natürlich auch ohne Reflektor möglich, aber wie ich es vorher gerade gesagt habe, nur über den eigenen Umsetzer, also keine Vernetzung. Reflektoren sind am DMR Plus Netz, sprich am IPSC2, wie auch beim Brandmeister. Dort gibt es zwar eher weniger Reflektoren, dort wird mit Sprechgruppen gearbeitet, aber am IPSC2 ist immer am Zeitschlitz 2 mit der Sprechgruppe 9 laufen die Reflektoren. Reflektoren kennt man hauptsächlich bei DMR Plus und bei XLX. Wenige Reflektoren gibt es im Brandmeisternetz, die hat man eingeführt damals, damit man mit dem DV4 Mini-Hotspot, der lediglich mit Reflektoren arbeiten kann, auch im Brandmeisternetz QSOs führen kann. Deshalb hat man im Brandmeisternetz auch einige wenige Reflektoren eingeführt. Und keine Reflektoren gibt es im DMR-Marktnetz. Kommen wir zu den Sprechgruppen. Sprechgruppen ist was Ähnliches wie Reflektoren. Auch eine Sprechgruppe ist ein vordefiniertes Gebiet, wo man gehört werden soll. Bei DMR wird immer mit irgendeiner Sprechgruppe gesprochen. Es gibt kein QSO, ohne dass eine Sprechgruppe involviert ist, außer man macht einen Direktruf zu einem anderen OM, man macht die Reflektorenverlinkung oder sendet GPS-Daten aus. Diese drei Sachen werden als Einzelrufe ausgesehen, und sonst funktioniert alles mit den Sprechgruppen über Gruppenruf und es ist immer irgendeine Sprechgruppe involviert. Also bei jeder Kanalprogrammierung ist irgendeine Sprechgruppe hinterlegt. Ja, Sprechgruppe wird aufgrund der Kanalprogrammierung ausgesendet, das habe ich jetzt gesagt. Die Sprechgruppe, die entsprechende, wird auf allen Umsetzern Relais gehört, welche die entsprechende Sprechgruppe fix aufgeschaltet haben oder jemand hat sie kurzzeitig manuell aktiviert. Die Sprechgruppe wird immer als Gruppenruf ausgesendet. Was ein Gruppenruf ist, kommt dann jetzt dann gleich die Erklärung. Also eine Sprechgruppe ist so wie eine Art Telefonnummer. Je nachdem, welche Nummer ich wähle, komme ich dort raus, komme ich dort raus. Oder wenn ich so einen Sammelanschluss nehmen kann, komme ich an mehreren Orten raus.
Codeblock, was ist ein Codeblock? Hört man auch sehr, sehr oft. Codeblock ist nichts anderes als die Programmierdatei für das DMR-Funkgerät. Das heißt, wenn ihr ein DMR-Funkgerät mit der Programmiersoftware am Computer auslest, dann diese Datei abspeichert, diese Datei, die dann entsteht, das nennt man Codeblock. Also ganz einfach die Geräteprogrammierung. Wenn man ein Funkgerät kauft, ist das Funkgerät meistens leer. Das heißt, man muss zuerst alles einprogrammieren. Idealerweise nimmt man einen Mustercodeblock von einem Kollegen und passt das dann für sich an. Oder man nimmt einen Mustercodeblock von einer bekannten Homepage, lädt die herunter und passt das ebenfalls für sich an. Also wichtig, wenn ihr einen Codeblock eines Kollegen übernehmt, bitte als erstes euer Rufzeichen und eure DMR-ID eingeben. Nicht, dass ihr dann mit dem Rufzeichen oder die Nummer des Kollegen Aussendungen tätigt. Da hat der Kollege dann keine Freude. Mustercodeblocks von jemandem Fremden oder von der Homepage, wenn das die Funktion vorhanden ist, bei den Hytera-Geräten ist das der Fall, bei Motorola glaube ich auch, habe ich aber keine Motorola, deshalb bin ich da nicht ganz sicher. Wenn die Funktion Clone vorhanden ist, dann bitte mit Clone einlesen. Wenn ihr das normal einliest, könnte sein, dass irgendwelche interne Parameter überschrieben werden. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Mir wurde das auch so gelernt, dass man Clone benutzen soll. Bei den günstigen Kinogeräten gibt es dieses Clone aber schon mal nicht. Da müsst ihr mit Write, also Schreiben, die ganzen Sachen einlesen. Dann Codeblock bitte von Zeit zu Zeit aktualisieren. Es gibt immer wieder mal eine neue Sprechgruppe, es gibt immer wieder mal einen neuen Umsetzer. Es lohnt sich also, dass man seinen Codeblock aktuell hält. Einzelruf, Gruppenruf. Einzelruf, Private Call, Gruppenruf, Group Call. Je nach Software des Funkgerätes ist das natürlich auf Englisch oder auf Deutsch. Einzelruf braucht man, wenn man den Reflektor aktivieren will oder einen anderen Reflektor auf einen anderen Reflektor umschalten will. Das funktioniert via Einzelruf. Das kann man beim Gerät einstellen, ob die Aussendung als Gruppenruf oder als Einzelruf ausgesendet werden soll. Einzelruf benutzt man auch für das Callsign-Routing. Das heißt, ein Callsign-Routing ist das Erreichen einer einzelnen Person, ein Kurs so von maximal zwei Personen. Das habe ich schon erwähnt, ist die DMR-ID wie eine Telefonnummer bei DMR. Einzelruf ist ein bisschen verpönt auf längere Zeit. Einzelruf kann dazu gebraucht werden, dass der Durchgang an dem Umsetzer rauskommt, wo der OM zum letzten Mal QRV war. Macht also Sinn, wenn der OM jetzt nicht in Kärnten unterwegs ist, sondern irgendwo in Niederösterreich, dass wenn er in Niederösterreich an seinem neuen Standort angekommen ist, er kurz die PTT-Taste drückt einmal, dann weiß das System, aha, er hat sich dort das letzte Mal eingeloggt eigentlich oder gesendet, und wenn jemand dann einen Einzelruf tätigt mit seiner DMR-ID oder an seine DMR-ID, dann wird das an dem Umsetzer oder an dem Hotspot ausgesendet, wo der entsprechende OM das letzte Mal die PTT-Taste gedrückt hat. Einzelrufe dann aber über die Umsetzer, also ein Kurs so effektiv, ein Kurs so führen, ist ein bisschen verpönt. Wieso? Bei einigen Geräten, die diesen Prosiscus-Mode nicht haben, also sprich, alle Sprechgruppen und alles ist hörbar. Der Standort bei DMR ist eigentlich nicht so. Das heißt, wenn ein Einzelruf getätigt wird, dann hören die anderen am Umsetzer nichts. Sie sehen zwar, dass ein Signal anliegt, weil die Feldstärkeanzeige am Funkgerät das anzeigt, aber es ist nichts zu hören. Ist erstens ärgerlich für die Leute, die gerne mal zuhören, und Amateurfunk soll ja offen sein. Es ist ja auch verboten, die Verschlüsselung zu aktivieren, die viele DMR-Geräte integriert haben. Also keine Verschlüsselung im DMR-Betrieb oder im Amateurfunkbetrieb vornehmen, ist nicht erlaubt gesetzlich. Und beim Einzelruf ist es keine Verschlüsselung, das ist immer noch offen, das Signal, aber nichtsdestotrotz bei einigen Funkgeräten dann nicht zu hören, und das kommt bei den Leuten nicht allzu gut an. Einzelruf schützt aber nicht vor fremden Ohren. Diese günstigen China-Geräte, die haben teilweise eben die Funktion drin, dass alles hörbar ist, nicht nur jede Sprechgruppe, sondern gleich auch noch der Einzelruf. Also Einzelruf bedeutet nicht, dass ihr eine sichere Verschlüsselung habt. Also viele können heutzutage den Einzelruf dekodieren und hören das Gespräch so oder so, aber nicht alle. Der Gruppenruf ist der Standard, wie man DMR-Betrieb macht, und Gruppenruf wird benutzt, um, wie es der Name schon sagt, von mehreren Personen gehört zu werden.
Bei jedem Durchgang wird entweder ein Einzelruf oder ein Gruppenruf ausgesendet. Also es ist fix in der Kanalprogrammierung, ist das enthalten, entweder ein Einzelruf oder einen Gruppenruf. Ohne beides zu senden, ist nicht möglich, funktioniert nicht. So, kommen wir zum Netz DMR Austria IPSC2 mit den DMR Plus Reflektoren. Wichtig, IPSC2 ist nicht gleich DMR Plus. IPSC2 verwendet sehr wohl die DMR Plus Reflektoren oder auch allfällige DMR Plus Sprechgruppen, ist aber direkt nicht hundertprozentig DMR Plus. Die alten DMR Plus Server werden zwar jetzt Ende 2017 eingestellt und alle, die dann ihre Umsätze weiterbetreiben wollen, wechseln dann automatisch oder werden migriert ins IPSC2. Das heißt, inskünftig gibt es keine eigenen DMR Plus Server mehr, sondern es wird IPSC2 verwendet. Das noch kurz als Info. Es bestehen weltweit Verbindungen zu etwa 700 Umsätzen. Und zusätzlich viele Hotspots weltweit, das ist Stand 2018. Auch diese Zahl variiert natürlich täglich, kommen wieder hinzu, gehen wieder weg oder sind abgeschaltet. Hotspots sowieso natürlich variiert mächtig, aber man kann davon ausgehen, weltweit sind 700 Umsetzer mit einem DMR Plus Server, einem DMR Mark System oder allenfalls eben mit einem IPSC2 verbunden. Und wie gesagt, bei IPSC2 sind DMR Plus Reflektoren sowie auch DMR Markt Sprechgruppen und auch seit etwa knapp 3 Monaten oder 2 Monaten ein Teil der Brandmeister Sprechgruppen erhältlich. Der Vorteil des IPSC2 bei uns in Österreich ist so, dass im Rechenzentrum des ÖVSV 3 IPSC2 Server stehen und natürlich da individuell auf österreichspezifische Wünsche eingegangen werden kann. So, jetzt habe ich es noch rausgekriegt. IPSC2 nicht DMR Plus, nicht gleich DMR Plus. IPSC2, habe ich jetzt gesagt, macht es eben möglich, aus verschiedenen Quellen Sprechgruppen oder Reflektoren anzubieten oder eben auch Brücken zu anderen Betriebsarten zu erstellen, wie DMR oder C4 FM. In Österreich hat sich das so eingebürgert, dass am Zeitschlitz 1 eher internationaler Verkehr, Funkverkehr herrscht oder dann der Funkverkehr zu anderen Betriebsarten, sprich DSTAR, NXDN oder C4 FM oder eben internationaler Funkverkehr nach Deutschland, in die Schweiz, nach Italien, weltweit und so weiter. Die ganzen verschiedenen Sprechgruppen, zumindest eine Auswahl davon, auf die gehe ich nachher kurz ein. Dann am Zeitschlitz 2, beim IPSC2 ist es so, dass dort die regionalen Reflektoren aufgeschaltet sind mit der Sprechgruppe 9 am Zeitschlitz 2, das sind die Reflektoren von DMR Plus. Dann weiterhin sind die österreichweiten Sprechgruppen 232 und TG110, und zwar die vom Zeitschlitz 2 aufpassen. Am Zeitschlitz 1 gibt es auch TG232 und 110 sind nicht die gleichen wie am Zeitschlitz 2. So wie sind am Zeitschlitz 2, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, die österreichischen Brandmeister-Sprechgruppen 232.1 bis 232.9. Also die 1 ist OE1, die 2 ist OE2 und so weiter. Plus die TG22201 des Brandmeisternetzes. Was ist das? Das ist die Sprechgruppe Regional Wien vom O1 POS seine Anlage, YSX, C4, FM, YSF, OE1 ist da zusammengeschaltet. Jeder Relais-Sys-Op entscheidet selber, welche Sprechgruppen er fix, also statisch, aufgeschaltet haben will und welche Sprechgruppen er dynamisch, manuell, on demand aufgeschaltet haben will. Auch der entsprechende Startreflektor kann der SysOp selber wählen. Was bedeutet fix oder statisch aufgeschaltet? Nehmen wir jetzt einmal an, irgendein Relaisbetreiber ist der absolute Fan der Morgenrunde, welche am Zeitschlitz 1 mit der Sprechgruppe 110 montags bis freitags am Morgen stattfindet. Und er sagt, ja, ich möchte eigentlich diese 110 immer aufgeschaltet haben, egal wann gesendet wird und nicht manuell. Dann kann er diese fix statisch aufschalten und das heißt, jedes Kurso, das geführt wird über die Sprechgruppe 110 am Zeitschlitz 1 wird automatisch am Umsetzer ausgesendet. Manuell heißt, es
muss aufgetastet werden, kurz einmal mit der Sprechgruppe drücken und dann ist diese Sprechgruppe für 40 Sekunden aktiviert. Und solange während diesen 40 Sekunden irgendjemand mit dieser Sprechgruppe sendet, wird das automatisch ausgestrahlt, bis jemand, bis auf mit dieser Sprechgruppe 40 Sekunden am Stück niemand geredet hat und dann ist diese Aufschaltung wieder deaktiviert. Sprechgruppen, was wird empfohlen oder wie hat es sich ein wenig eingebürgert? Wie gesagt, jeder SysOp kann das selber einrichten bei seinem Umsetzer. Ihm wird da diesbezüglich nichts vorgeschrieben, was er machen muss. Aber so, was sich ein bisschen eingebürgert hat in den letzten Jahren, möchte ich kurz darauf eingehen. So eine Art Muster. Zeit stets 1, sicher die TEGE 232. Österreichweit, das ist die TEGE, die zusammengeschaltet ist zwischen dem DMR Mark und DMR Plus Netz. Diese TEGE 232 ist auch international erhältlich, die am Zeitschlitz 1. Das ist so, was das Mindeste an Aufschaltung am Zeitschlitz 1 empfohlen wird. Dann Zeitschlitz 2, sicher auch die TEGE 232. Aufpassen, TEGE 232, Zeitschlitz 1 und 2 ist nicht die gleiche TEGE. Es ist anders. Im Brandmeisternetz sind es jeweils die gleichen Sprechgruppen. Beim IPSC2 sind das getrennte Sprechgruppen. IPSC2 Österreich intern ist gedacht, die 232 am Zeitschlitz 2, die ist Österreich intern gedacht. Natürlich eben mit der TEGE 9, Sprechgruppe 9, sind die DMR Plus Reflektoren erhältlich. Entsprechender regionaler Reflektor ist empfohlen, dort zu aktivieren. Natürlich sind auch die regionalen Brandmeistersprechgruppen dort erhältlich. Auch da empfiehlt es sich jeweils, die entsprechende Brandmeistersprechgruppe fix aufzuschalten, und zwar diese von der entsprechenden Region. Hier ist ein Musterbeispiel, ist ein Ausschnitt aus dem Dashboard vom IPSC2 Server. Wir schauen uns da Nummer 10, das ist der 10. 10. Umsetzer, der verlinkt war da, Stand Februar 2018 ist das noch. Das ist der Pyramidenkugel. Man sieht dort am Zeitschlitz 1 TS1, dass die 232, die 110 und die TG20 fix aufgeschaltet sind. Am Zeitschlitz 2 sieht man die 232 fix aufgeschaltet und der Reflektor 4198 mit der automatischen Rückschaltzeit zum Startreflektor von 15 Minuten. Ich kann es nicht, das ist Englisch. Also, User können die Sprechgruppe aktivieren. Also aktivierbar, kurzes Auftasten der Sprechgruppe. Das versteht man unter Benutzer aktivierbar Sprechgruppen on demand. Wieso gibt es solche Sprechgruppen? Solche Sprechgruppen werden benutzt, damit nur diejenigen Umsetzer benutzt werden, welche diese Sprechgruppen wirklich automatisch oder einmal manuell aufgeschaltet oder aktiviert haben. Nach 40 Sekunden, wenn kein Kurs so stattfindet, das habe ich vorher schon erwähnt, wird diese Zusammenschaltung automatisch aufgehoben, außer auf dem Umsetzer, auf dem allenfalls die entsprechende Sprechgruppe fix aufgeschaltet ist. Dort bleibt es dann natürlich. Aber sonst, wenn eine Sprechgruppe manuell aufgeschaltet wurde, das macht man, dass man, indem man die entsprechende Sprechgruppe am Funkgerät wählt, einmal PTT-Taste drückt und dann dauernd mit dieser Sprechgruppe sendet. Sobald dann 40 Sekunden lang kein Durchgang mehr kommt mit dieser Sprechgruppennummer, dann wird diese Sprechgruppe wieder deaktiviert. Darum nennt man das benutzeraktivierbare Sprechgruppe. So, Sprechgruppen, einmal eine Auswahl, die wichtigste für Österreich am IPSC2, am Zeitschlitz 1 ist sicher die 232, österreichweit DMR Markt, DMR Plus. Die 110 ist so eine halbe Ausweichgruppe. Einige SysOps haben sich entschieden, die fix aufzuschalten, weil dort halt immer wieder nette QSOs laufen und die da automatisch zusätzlich zur 232 dazuschalten. Also so eine halbe Ausweichsprechgruppe. Also es ist nicht so, dass Österreich nicht weiß, wie
der mehr betrieben werden soll, wie da Stimmen aus der Schweiz laut wurden, vor kurzem einmal, dein OM das gemeint. Also die SysOps dürfen da immer noch selber entscheiden in Österreich, was sie aufgeschaltet haben möchten und was nicht. Das wird nicht von einem einzelnen Schweizer OM einem vorgeschrieben, also dass der SysOp oder die Gruppe, die den Umsetzer betreibt, darf das selber entscheiden. Die Sprechgruppe 110 ist auch als Brücke zu DSDAR noch gemacht worden. XLX232 Modul M kann man auch via DSDAR einsteigen oder von DSDAR eben bei der Morgenrunde auf der Sprechgruppe 110 teilnehmen. Die TG5, das ist die Verbindung zu NXDN, zum Europaraum. Und aufgepasst, deshalb sage ich, IPSC2 ist nicht gleich DMR Plus. Diese TG5 ist lediglich am österreichischen IPSC2 Server erhältlich. Die TG6, ebenfalls nur am österreichischen IPSC2 Server, ist die Verbindung zu DSDAR, XLX232A, XLX232A, der Generellmodul A bei den verschiedenen österreichischen X-Reflektoren Servern, ist die österreichweite Sprechgruppe. Die TG7 ist die Verbindung zu C4FM, zum YSF ATC4FM Austria Reflektor. Auch diese Brücke ist nur am IPSC2 in Österreich erhältlich. Zeitschlitz 2. Mit der Auswahl Sprechgruppe 9 sind die Reflektoren erhältlich. Reflektor 4190, das ist im Prinzip das gleiche wie die Sprechgruppe 232 am Zeitschlitz 2, die wurde geschaffen, dass auch der DV4 Mini mit der Sprechgruppe 232 arbeiten kann, weil der DV4 Mini beherrscht keine Sprechgruppen. Das ist das Gleiche, ist eine Verbindung zu TG232 Österreich. Funktioniert aber nur mit österreichischen Rufzeichen, weil die 232 ja auch Österreich intern gedacht ist und nicht international. Reflektor 4191 ist die Region Wien, Ostregion Wien. 92 wäre Salzburg, 4193 Niederösterreich, dann Burgenland, Oberösterreich, Steiermark mit 4196, 97 Tirol, 98 Kärnten und 99 Bodenseeregion, Vorarlberg und gewisse Teile von Baden-Württemberg und Bayern, deshalb so Bodenseeregion. Der Reflektor 4180 wurde eingeführt für Tests. Man hört leider immer wieder auf den Reflektoren, wo auch viele Umsetzer angeschlossen sind, dass da Leute Mikrofontests machen und Hotspots-Tests. Ist natürlich nicht ideal, weil da mehrere Umsetzer in die Luft gehen. Alle müssen dem Test beiwohnen. Also wenn ihr Tests macht, egal ob ihr einen Test über einen Umsetzer machen wollt, über Hotspot, nehmt doch bitte den Reflektor 4180. Das ist extra für Tests eingerichtet worden und dort wird garantiert niemand gestört. 4181 wäre der Reflektor für Wien lokal. Das heißt, wenn man auf 4191 sendet, gehen ja auch etwa 5 oder 6 Umsetzer in die Luft. Wenn man sagt, ah, ich möchte das eigentlich nicht unbedingt gerne, dass so viele Umsetzer in die Luft gehen, da hat man die Möglichkeit, den TG 110, und zwar die vom Zeitschlitz 2, nicht die vom Zeitschlitz 1, sondern die vom Zeitschlitz 2 zu nehmen. Das ist eine Ausweichgruppe. Oder man nimmt einen Ausweichreflektor und da hat man eben den Reflektor 4181 für Wien, dann 82, das sind die Hotspots miteinander verbunden, die gerne da unten mit Hotspots miteinander reden, ohne dass sie die Umsetzer da groß mit in Betrieb nehmen. Dann die 83 wäre Niederösterreich lokal, 84 Burgenland lokal, 85 Oberösterreich lokal, und das geht dann so mit den gleichen Nummern, im Prinzip der 90er Nummer, einfach abzüglich 10 geht es dann weiter. Und die 4189, das ist die DMR OE Support-Runde jeden Dienstagabend, welche ich moderiere. Dann der Reflektor 4110 ist die Verbindung zur TG 110 am Zeitschlitz 1, wo die Morgenrunde stattfindet. Also ihr seht schon, dass in Österreich sehr viel daran gearbeitet wird oder gemacht wurde, dass die Morgenrunde über verschiedene Wege sich gegenseitig zusammenfindet. Also hier gibt es extra einen Reflektor, welcher dann der zweite geleitet wird zu TG 110 am Zeitschlitz 1.
Zeitschlitz 2, Sprechgruppen, ich habe es vorher erwähnt, die Sprechgruppe, die TG9 ist die Sprechgruppe, mit welcher man die verschiedenen DMR-Plus-Reflektoren benutzt, die ich vorher jetzt erklärt habe. Da gibt es die TG232, TG gleich Sprechgruppe, 232, IPSC2 Österreich, intern eigentlich gedacht, für österreichischen Funkverkehr innerhalb Österreichs. Die TG110 gilt als Ausweichsprechgruppe. Und aufpassen, TG110 am Zeitschlitz 2 ist die Ausweichsprechgruppe. Wenn sich zwei sagen, ja, ich will jetzt nicht, dass wir da mehrere Umsetzer benutzen, dann können beide OM die TG110 benutzen, aufschalten und dort sprechen. Und da kann sich auch ein dritter oder ein vierter OM, welcher über einen anderen Umsetzer kommt, dazu gesehen, weil die Sprechgruppe 9 am Zeitschlitz 1 benutzen, die nirgends weitergeleitet wird, hat den großen Nachteil, dass halt eben, dass das nur am gleichen Umsetzer erfolgen kann und da sieht am Dashboard jetzt der Kollege, ah, da reden zwei miteinander, ich würde doch so gerne mit denen mitreden, kann aber nicht, weil ich mich nicht dazu verlinken kann. Deshalb empfiehlt sich als Ausweichsprechgruppe, wenn man nicht viele Repeater gleichzeitig in die Luft jagen will, dass man die Sprechgruppe 110 am Zeitschlitz 2 benutzt. In meinen Codeblocks, die ich für Funkgeräte mache, ist dieser TG110 am Zeitschlitz 2 immer integriert. Dann haben wir am Zeitschlitz 2 die österreichisch-regionalen Sprechgruppen vom Brandmeisternetz 232.1 bis 232.9. Die letzte Ziffer sagt aus, welches Bundesland das ist. Dann die TG232.01 ist die Brandmeister-TG mit der Brücke zum YSX-OE1-Raum und YSF-OE1-Raum. Die regionalen Sprechgruppen, Brandmeister-Sprechgruppen aus Deutschland haben wir auch noch am Zeitschlitz 2, die 262.0 bis 262.9. So, ein grafischer Überblick, wenn wir ein QSO über den Reflektor 4198 machen. Ihr seht, am Funkgerät wählt man die Sprechgruppe 9 am Zeitschlitz 2 und man wird automatisch dort gehört an allen Umsetzern, die den Reflektor 4198, das ist der Reflektor von Kärnten, aktiviert haben. Wir sehen hier blau, das ist jetzt der IPSC2-Server, der DMR-Master. An dem angeschlossen ist auch ein DV4 Mini in grün. Dort wird das QSO gehört, weil der DV4 Mini den Reflektor 4198 aufgeschaltet hat. Dann der Kärntner-Umsetzer Pyramidenkogel ist auf Reflektor 4198. Hochstein in Lienz, Osttirol ebenfalls, der Magdalensberg wie auch der Umsetzer Betzen. Alle diese sind mit dem Reflektor 4198 verbunden und die QSOs werden dort gehört. Der zweite Umsetzer am Hochstein in Osttirol, der ist auf den Tiroler Reflektor geschaltet, 4197, hier wird das QSO nicht gehört. Dann am Umsetzer Dobrotsch wird das QSO auch nicht gehört, weil das ein Brandmeister-Umsetzer ist und Brandmeister-Umsetzer haben keine Verbindung zu den DMR Plus Reflektoren. Dann in Wien, die beiden Wien-Umsetzer gehen auch nicht in die Luft, wird das QSO nicht übertragen, weil die am Reflektor 4191 aktiviert sind, auch in der Steiermark nicht, in der Schweiz nicht und auch in Deutschland nicht. Wie sieht es dann grafisch aus, wenn wir mit der Sprechgruppe 232 österreichweit am Zeitschlitz 2 reden? Das QSO wird wieder gehört am DV4 Mini, weil man dort den Reflektor 4190 benutzt, weil es keine Sprechgruppen erhältlich sind am DV4 Mini. Und auf allen österreichischen Umsetzern, die am IPSC2 angeschlossen sind, wird jetzt das QSO gehört oder ausgestrahlt, wenn man mit der Sprechgruppe 232 am Zeitschlitz 2 sendet. Nicht gehört wird das QSO am Schweizer Repeater in Deutschland. Und beispielsweise am Dobrotsch, weil das ein Brandmeister-Umsetzer ist. So, ein QSO, ähnlich wie wir es vorher mit Kärnten gehabt haben, auf 4198. Dieses Mal nehmen wir den Reflektor 4191 in Wien. Und zwar will jetzt ein Kärntner OM will unbedingt mit seinem Kollegen in Wien sprechen. Das heißt, er schaltet einmal den Reflektor 4198 von Kärnten weg, beziehungsweise er aktiviert einfach den Reflektor 4191 am Umsetzer Pyramidenkogel. Der ist ab sofort jetzt mit 4191 verbunden, und zwar so lange, bis 15 Minuten lang keiner mehr am Pyramidenkogel
die PTT-Taste gedrückt hat, dann schaltet er automatisch wieder zurück zu seinem Startreflektor 4198 Kärnten. Das Kurs, so wie ich, gehört am DV4 Mini, weil der ist am Kärntner Reflektor geblieben. Auch die anderen Umsetzer, die am Kärntner Reflektor sind oder an steirischen Tiroler Umsetzer oder einem ausländischen und wie auch an einem Umsetzer vom Brandmeisternetz wird das Kurs so nicht gehört, weil die ja den Reflektor 4191 nicht aufgeschaltet haben. Gesendet wird am Funkgerät weiterhin mit der Sprechgruppe 9, Zeitschlitz 2. So, wir wollen jetzt ein Kurso von DMR nach D-Star machen, über den IPSC2. Dazu benutzen wir die Sprechgruppe 6 am Zeitschlitz 1. Parallel dazu wäre das auch möglich am Brandmeisternetz, die Sprechgruppe 23205 am Zeitschlitz 2 zu wählen. Oder auch Zeitschlitz 1 würde auch funktionieren. Und ihr seht, das Kurso ist jetzt überall zu hören. Und zwar sehen wir die Umsetzer. Pyraminkogel, dort ist die TG6 aktiviert worden am Zeitschlitz 1. Beim Brandmeister Umsetzer Dobratsch wurde die entsprechende Sprechgruppe aktiviert am Zeitschlitz 2 mit 23205. Dann der ist der Umsetzer Villach, der ist mit XLX232A verbunden. Dann Vorarlberg draußen, der Brandmeister Umsetzer ist auch am Zeitschlitz 2 mit der 23205 aktiviert worden. Dann Wien-Wiesamberg, das ist wieder ein Umsetzer, der am IPSC2-Netz angeschlossen ist, in dem sogenannten DMR-Austria-Netz, TG6 am Zeitschlitz 1, dasselbe am Schöckl, dann D-Star-Repeater Ried in OE5, D-Star-Repeater am Pfänder, dann D-Star-Umsetzer in Vöcklabruck, D-Star-Umsetzer in Vorarlberg, die sind alle mit D-Star verbunden, mit Modul A, wie auch am Schöckl. Und ein Hotspot im Brandmeisternetz haben wir auch noch dabei. Und ein Hotspot, welcher mit D-Star verbunden ist, der OpenSpot, man sieht es ganz oben rechts, ist auch mit D-Star verbunden. Also kurz zusammengefasst, das Kurso ist jetzt überall zu hören im ganzen D-Star-Netz in Österreich, welche mit dem Modul A Österreich verbunden sind und in beiden DMR-Netzen, sprich IPSC2 wie Brandmeister, wenn dort mit der entsprechenden Sprechgruppe die entsprechende, Entschuldigung, entsprechende Sprechgruppe aktiviert wurde. So sieht es auch grafisch aus, wenn man mit der Sprechgruppe 110 am Zeitschlitz einsendet. So schaut es aus, wenn am Morgen zwischen 27 und 8 Uhr die Morgenrunde stattfindet. Pyraminkogel ist fix aufgeschaltet, die Sprechgruppe 110 am Zeitschlitz 1, das wurde so gewünscht. Dann hat jemand den Desta-Umsetzer in Villach zum XLX232M verbunden. Das ist ja wieder eine D-Star-Brücke zu DMR und umgekehrt. Dann am Magdalensberg ist nichts zu hören, weil die Sprechgruppe 110 weder fix aufgeschaltet ist, noch jemand die manuell aktiviert hat. Am D-Star-Umsetzer Schöckl hat man es aktiviert, manuell auf XLX232M umgeschaltet. Am Hochstein ist das Kurs so nicht zu hören. Auch da, wie am Wiener Donauturm, wie am Wienerberg, wie am Schönbergkopf, die Sprechgruppe 110 weder manuell aufgeschaltet wurde, noch ist sie fix aufgeschaltet. Dann am Schöckl, die 110 am Zeitschritt 1, hat der KD, OS6JWD, manuell aufgeschaltet. Er redet dort jeweils fast jeden Morgen mit. Und am Umsetzer in der Schweiz wurde es auch manuell aktiviert, da spreche ich damit. Und jemand aus Deutschland, der auch in der Runde teilnimmt, hat die Sprechgruppe 110 am Zeitschlitz 1 auch aktiviert und deshalb wird das Kurso dort auch gehört und grün hier auf dieser Grafik angezeigt. So, wechseln wir zum DMR Brandmeisternetz. Auch hier statistische Zahlen weltweit. Stand 24. September 2018, 11 Uhr, waren es 2445 Umsetzer. Darin enthalten sind aber auch die Hotspot-Umsetzer mit dieser Mikro-Repeater-Platine, also öffentliche Umsetzer werden es wohl ein paar weniger sein. Die Hotspots mit der Mikro-Repeater-Platine, welche zwei Zeitschlüsse haben, wie gesagt, sind in dieser Zahl enthalten. Weltweit sind über 7000 Hotspots aufgeschaltet gewesen am 24. September, als ich die Statistik mir rausgeschrieben habe.
Und ja, teilweise sind natürlich Hotspots von mehreren, vom gleichen, mehrere Hotspots vom gleichen OM drin. Nur schon ich habe teilweise 4 oder 5 Stück aktiviert. Deshalb sind das sicher nicht 7000 verschiedene OMs, aber sind natürlich schon gewaltig viele, die heutzutage einen Hotspot betreiben. In Österreich sind die OE-Umsetzer die meisten standardmäßig am Server in Deutschland angeschlossen. Österreich hat im Moment keinen eigenen DR mehr, Brandmeister-Server. Im Brandmeisternetz sind alle Sprechgruppen am Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2 die gleichen Sprechgruppen. Also wir haben es vorher gehört, beim IPSC2-Netz oder Server wird unterschieden zwischen der Sprechgruppe am Zeitschlitz 1 und 2. Beim Brandmeister wird da nicht unterschieden. Das heißt, es kann grundsätzlich jemand mit einer Sprechgruppe, ich sage jetzt mal 2328 Kärnten auf dem Zeitschlitz 1 reden und in Wien draußen redet ein OM mit der gleichen Sprechgruppe am Zeitschlitz 2 und das funktioniert. Standardmäßig, wie sind da die Programmierung vorgenommen worden? Das ist extrem verschieden im Brandmeisternetz. Da gibt es SysOps, die haben einfach extrem viele Sprechgruppen fix aufgeschaltet, so unter Motto, Hauptsache den ganzen Tag wird irgendwas ausgestrahlt über den Umsetzer. Es gibt auch solche, die auch Fremdsprachen ausstrahlen. Man kann sich natürlich selbstverständlich darüber streiten, macht das Sinn oder nicht Sinn. Der entsprechende SysOp wird sich sicher was überlegt haben. Sicher so zu empfehlen, wenn man überhaupt eine Empfehlung abgeben kann, aber eigentlich hat sich es ein bisschen eingebürgert, dass die Sprechgruppe 232 und zwar bitte die vom Brandmeister, also nicht zu verwechseln vom IPSC2, das sind zwei gleiche Nummern, zwei verschiedene Sprechgruppen, dass man Zeitschlitz 1 fix aufschaltet, die TG Sprechgruppe 232 österreichweit. Am Zeitschlitz 2 empfiehlt sich, die regionale Brandmeister-Sprechgruppe fix aufzuschalten. Die restlichen Sprechgruppen, die nicht fix aufgeschaltet worden sind durch den SysOps, und das kann ich auch beim Brandmeisternetz der SysOps selber entscheiden, ich kann sich mit einem Passwort anmelden und kann die Sprechgruppen selber hinzufügen oder wieder rausnehmen. Man kann aber jede Sprechgruppe manuell aufschalten, indem man sie wählt und einmal die PTT-Taste drückt. Die Sprechgruppe wird 10 Minuten lang aktiv gehalten und wenn 10 Minuten lang niemand mehr beim entsprechenden Umsetzer mit der entsprechenden Sprechgruppe die PTT-Taste drückt, ist es so, dass dann die Sprechgruppe wieder deaktiviert wird. Also wenn jemand ein QSO verfolgen will, über eine Sprechgruppe, die nicht fix abonniert ist am Umsetzer, dann müsste er alle 10 Minuten mindestens einmal kurz die PTT-Taste drücken, weil sonst ist, auch wenn das QSO noch läuft, ist das QSO dann weg. Nicht so wie beim IPSC2, dort bleibt es so lange bestehen, bis das QSO effektiv fertig ist. Also beim Brandmeistersystem nach 10 Minuten ist die Sprechgruppe weg. Es hat immer ein Dafür und Dagegen, macht es Sinn, dass es bis zum Schluss bleibt oder nicht bleibt. Es gibt für alles dafür sprechende Argumente und es gibt bei beiden Varianten dagegen sprechende Argumente. So habe ich schon gesagt, jeder SysOp kann selber entscheiden, welche Sprechgruppen er fix aufgeschaltet haben soll. Wie gesagt, eingebürgert hat sich Zeitschlitz 1, die 232 österreichweit und Zeitschlitz 2 empfiehlt sich die 232.0 österreichweit. Auch da, dass man alle Repeater gleichzeitig erreichen könnte, wenn man es braucht. Ja, wieso nimmt man am Zeitschlitz 2 nicht auch eine 232 wie bei IPSC2? Es ist ganz einfach, beim Brandmeister sind, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, sind die Sprechgruppen am Zeitschlitz 1 und 2 die gleichen. Das heißt, würde man am Zeitschlitz 1 die 232 aufschalten und am Zeitschlitz 2 würde das QSO auf beiden Zeitschlitzen gleichzeitig laufen, was keinen Sinn macht. Deshalb hat man da zusätzlich die 232.0 erfunden, die auch eine österreichweite Sprechgruppe ist und sich grundsätzlich allenfalls empfiehlt, auch auf allen Repeatern aufzuschalten. Und dann empfiehlt sich natürlich logischerweise die regionale Sprechgruppe, die entsprechende aufzuschalten. Das wäre beispielsweise jetzt für Kärnten der 2328. Im Dashboard sieht das so aus, wenn man nachschaut. Ich habe hier mal den OE8XGK-Umsetzer in Finkenstein, das ist mein eigener, gegenübergestellt dem Repeater OE8XFK, das wäre der Dobratsch. Man sieht im oberen Teil sieht man hier die entsprechende DMR-ID, man sieht die SysOps, man sieht, was für ein Umsetzer das es ist, man sieht die Sendeleistung und man sieht die Frequenz und unten sieht man in
dunkelblau die fix aufgeschalteten Sprechgruppen und in hellblau eine Sprechgruppe, die man aufschaltet regelmäßig zu gewissen Zeiten. Auch das kann man erfassen. Wenn jemand unterwegs ist und sagt, ja, ich weiß ja gar nicht, ich habe jetzt kein Internet zur Hand, welche Sprechgruppe ist beim entsprechenden Repeater eigentlich fix aufgeschaltet? Da kann man eine Textnachricht, SMS, nicht vom Smartphone, sondern vom DMR-Funkgerät aussenden mit dem Text RPT. Und das schickt man dann als Einzelruf bitte an die Nummer, in die DMR-ID 262994. Als Einzelruf den Text RPT an 262994 schicken. Kurz danach erhält man eine Textnachricht auf sein DMR-Funkgerät zurück, wo enthalten ist, welche statischen Sprechgruppen vorhanden sind. Das schaut dann so aus. Hi User OE8XGK, das wäre dann der Umsetzer, has the following static TGs. TS1 Zeitschlitz 1 232, TS2 Zeitschlitz 2 232.0 und 232.8. Benutzeraktivierbare Sprechgruppen habe ich auch schon erwähnt. Die entsprechende gewünschte Sprechgruppe anwählen, einmal PTT-Taste drücken und mit dieser Variante werden dann nur die Umsetzer benutzt, die tatsächlich zwingend benutzt werden müssen. Nach 10 Minuten wird diese Zusammenschaltung wieder weggeschaltet. So, Sprechgruppen. Bram Brandmeisternetz für Österreich Moskau. Die 232 ist eine österreichweite Sprechgruppe. Es wird empfohlen, die am Zeitschlitz 1 zu verwenden. 232.0 österreichweite Sprechgruppe empfohlen für den Zeitschlitz 2. Dann 232.1 wäre die Region Wien, ebenfalls für Zeitschlitz 2 empfohlen. 232.2 für Salzburg, 3 Niederösterreich und so weiter, die ganzen Bundesländer durch. Es wird empfohlen, am Zeitschlitz 2 zu verwenden. Selbstverständlich funktioniert diese Sprechgruppe auch am Zeitschlitz 1. Dann 232.01, die Brücke zu C4FM, YSF-ON1 oder YSX-OE1. Das ist die Anlage beim Heribert, diese Zusammenschaltung, dem OE1-PAS. Die 232.05 wäre dann die Brücke zu DESTA, zum XLX022A, welches aber auch weitergeleitet wird zu den anderen österreichischen XLX-Servern. Und wird dort auch wiederum zurückgesendet zum DMR IPSC2 Server. Dort ist dann die Sprechgruppe 6 am Zeitschlitz 1. Die Sprechgruppe 232.9 ist die Brücke zu DESTA XRF 024B. Das ist in OE9 draußen. Die 232.00 ist eine taktische Ausweichsprechgruppe, ist eigentlich empfohlen für Zeitschlitz 1, kann am 2 auch benutzt werden, so klar ist das eigentlich auch nicht. Empfehlenswert vielleicht Zeitschlitz 1, der ist wahrscheinlich weniger belegt. Um ein Kursor außerhalb den Sprechgruppen, die wahrscheinlich irgendwo fix aufgeschaltet sind, zu benutzen. Da gibt es eine zweite Ausweichsprechgruppe, TAC 2, das wäre die 232.99. Wichtig, ganz, ganz wichtig, bitte nicht am gleichen Umsetzer auf dem Zeitschlitz 1 und 2 mit der gleichen Sprechgruppe senden. Man würde sich gegenseitig nicht hören. Ein Beispiel, in Kärnten am Dobrotsch spricht jetzt der OM1 am Zeitschlitz 1 mit 232.8 und der zweite OM Zeitschlitz 2 auch mit 232.8 und in Wien draußen redet auch noch einer bei seinem Umsetzer auch mit 232.8. Der OM in Wien hört beide OMs, die am Dobratsch auf Zeitschlitz 1 und der andere am Zeitschlitz 2 reden. Ja, keine Probleme. Aber am gleichen Umsetzer mit der gleichen Sprechgruppe heißt nicht, dass das, wenn einer mit 232.8 am Zeitschlitz 1 am Dobratsch senden, wird dieses nicht weitergeleitet zum Zeitschlitz 2, ob schon dort die 232.8 auch aktiviert ist. Also am gleichen Umsetzer funktioniert das nicht und deshalb auch vorher so die Empfehlung, welche Sprechgruppe man idealerweise eher am Zeitschlitz 2 benutzt und welche am Zeitschlitz 1 eben genau dieser Situation vielleicht dann nicht entsteht. Schauen wir uns das einmal grafisch an. Ein Kursor über die Sprechgruppe 232.8, OE8. Man wählt am Funkgerät 232.8 am Zeitschlitz 2. Das Kursor ist zu hören am Hotspot.
weil der die Sprechgruppe 232.8 aktiviert hat. Es ist zu hören am Dobratsch über 232.8 und es ist an einem Hotspot zu hören, welcher auch 232.8 aktiviert hat und alle anderen Brandmeister-Umsetzer in Österreich auch oder auch im Ausland, die die 232.8 fix aufgeschaltet haben oder manuell aufgeschaltet haben. Das QSO ist nicht zu hören an den IPSC-2-Umsetzern, außer dort wurde am IPSC-2, weil dort sind ja die österreichischen regionalen Brandmeister-Sprechgruppen auch zur Verfügung, außer dort hat jemand das fix aufgeschaltet oder manuell. In diesem QSO gehen wir jetzt einmal davon aus, dass es weder manuell noch fix an einem IPSC-2-Umsetzer aktiviert wurde. Österreichweites QSO am Zeitschlitz 1 mit der Sprechgruppe 232. Auch da wird es an allen Brandmeister-Umsetzern in Österreich gehört, auch in Italien einer, in Lucca, man sieht es unten, der zweite von rechts, hat das jemand manuell aktiviert, weil er vielleicht dort gerade auf Urlaub ist. Und auf den anderen Umsetzern in Österreich, auf den IPSC2-Umsetzern, ist das QSO nicht zu hören, gibt auch keine Variante, weil am IPSC2 es eine eigene Sprechgruppe 232 gibt und die zwei Sprechgruppen 232 vom IPSC2 und vom Brandmeister sind nicht zusammengeschaltet. Wir machen ein D-Star-QSO über die Brandmeister-Sprechgruppe 232.05. Gleichzeitig ist das zu hören am IPSC2, auf der Sprechgruppe 6 TG1 und an den D-Star-Umsetzern in Österreich, welche mit einem XLX Österreich verbunden sind, das Modul A Österreich aufgeschaltet haben. Deshalb sind alle Felder hier jetzt grün. Das ist übrigens die gleiche Grafik, wie ich bereits vorher beim IPSC2 gezeigt habe. So, jetzt haben wir einmal die Erklärungen und Beschreibungen der beiden in Österreich erhältlichen DMR-Netzen abgehandelt. Ich möchte euch die DMR-Seite ans Herz legen oder erwähnen, hem-dmr.at. Da gibt es Informationen mit Dashboards, mit Begrifferklärung, mit grafischer Beschreibung, wie ich es jetzt vorher gezeigt habe, wo wird welches QSO ausgestrahlt. Es gibt auch News, wenn Informationen Neues über IPSC2 DMR Plus kommt. Es hat eine eigene Brandmeister-Rubrik Spalte. Ihr seht das ganz rechts in Orange, Brandmeister Österreich, Brandmeister News. Auch dort gibt es Neuigkeiten, was Brandmeister in Österreich betrifft. Es gibt Relaislisten übers Brandmeisternetz, es gibt Relaislisten mit IPSC2. Also es ist fast alles dort erhältlich, beschrieben über Inbetriebnahme von Hotspots und so weiter und so fort. Also es lohnt sich alleweil dort aufzuschalten. Ich mache da nicht nur Werbung dafür, weil ich die Seite betreibe, sondern ja, wir haben 5, 6, teilweise über 600 verschiedene User, wirklich verschiedene, nicht Klicks, sondern verschiedene IP-Adressen, die darauf zugreifen. Also es ist schon sehr heftig, wie das benutzt wird und das freut vor allem mich natürlich, der die ganze Seite da im Betrieb und aktuell haltet. Dann, was ich natürlich auch noch Werbung machen will, auch das wird intensiv genutzt. Die DMR OE Supportrunde findet jeden dritten Dienstag im Monat statt mit der Sprechgruppe 9 mit dem Reflektor 4189 ab 19 Uhr bis aller spätestens 19.50 Uhr, 19.55 Uhr. Wir machen auch einen Bestätigungsverkehr, sofern die Zeit dafür genügt. Moderieren tue ich das. Ich gebe dort Neuigkeiten bekannt in Sachen DMR. Ich informiere euch auch über Funkgeräte, über Hotspots und natürlich über DMR, IPSC2 sowie über das Brandmeisternetz. Also die Informationen werden von beiden Netzen verbreitet, nicht nur vom DMR Austria-Netz, sondern auch vom Brandmeisternetz. Obschon wir beim Brandmeisternetz leider nicht zu hören sind, wir sind nur über IPSC2 zu hören und ich hoffe wenigstens, dass es so weit geht, dass wir vielleicht bald einmal auch gleichzeitig auf D-Star noch zu hören wären. Das wäre eigentlich noch mein Ziel, wenn es schon nicht ins Brandmeisternetz geht, dann wenigstens auf D-Star, weil ich auch noch abschwenke, wenn Zeit bleibt und über D-Star Neuigkeiten berichte oder über C4FM Neuigkeiten. Also bitte,
Würde mich freuen, wenn ihr da dazu stoßt, ja. Etwa 18:55 Uhr ist es empfehlenswert, dass ihr den DMR-Umsetzer auf den Reflektor 4189 verlinkt und den Hotspot natürlich dementsprechend auch, dass da um 19 Uhr da das losgeht. Ihr habt die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen zu jedem Thema oder zu jedem Info, die ich rauslasse. Gebe ich das Mikrofon jeweils in die Luft, damit Fragen gestellt werden können. Es können auch am Schluss allgemeine Fragen gestellt werden und ich versuche die natürlich gleich live zu beantworten. Wenn mir das nicht gelingt, dann werde ich da die Frage mir notieren und werde das abklären und werde da euch dann separat oder einzeln Bescheid geben, beziehungsweise wenn es für die anderen auch interessant ist, halt dann in der nächsten Supportrunde bekannt geben. Seit 3 Ausgaben wird die DMROE Supportrunde aufgezeichnet. Das Audiofile wird online gestellt ins Download auf hey-dmr.at. Die Audioqualität ist nicht gerade die beste, das gebe ich zu. Ist einfach so, dass die Infrastruktur bei mir zu Hause jetzt nichts anderes anbietet, was die Klangqualität besser macht. Aber es muss ja keine Stereoqualität haben, es geht ja allenfalls nur ums Nachhören für die, die nicht live dabei sein können. Der Wunsch wurde geäußert. An der Ham Radio wurde mir dieser Wunsch angetragen. Am Stand des ÖVSV, als ich am Samstag dort war, und hat das natürlich schnellstens versucht, in die Tat umzusetzen. Und die Downloadzahlen geben recht, dass wir da diese Möglichkeit anbieten zum Nachhören. Dann gibt es auch Telegram-App-Gruppen, und zwar ausschließlich für Österreich. Wir wollen da unsere ausländischen Freunde nicht brüskieren. Es ist einfach so, bei Telegram wird natürlich hin und her geschrieben und wir haben jetzt bei DMR haben wir aktuell 84 Leute, die dabei sind und das wird dann schon heftig, wenn dann jetzt die Freunde aus dem Ausland auch noch tippen und Fragen stellen und Witz diskutieren. Das kann ein bisschen gar viel werden. Da haben wir gesagt, dass diesen Dienst schauen wir, dass wir den einfach Österreich intern anbieten. Es gibt natürlich die Facebook-Seiten, die News, die Homepage. Das ist natürlich weltweit erhältlich. Auch Kontaktformular haben wir ja, wo man Fragen stellen kann. Also so sind die, und auch die DMR Supportrunde ist auch aus dem Ausland hörbar. Also somit, wie gesagt, sind die ausländischen Freunde nicht ausgeschlossen. Aber die Telegram-App-Gruppen, die sind wirklich Österreich intern gedacht. Und zwar gibt es eine Supportrunde, DMR-Gruppe und eine Chat-Gruppe, dasselbe in DStar und in C4FM. Was ist der Grund oder der Unterschied? Die DMROE Supportrunde oder die Supportrundengruppen, so muss ich jetzt sagen, gibt es ja für die anderen Betriebsarten auch. Dort gibt es vor allem Informationen. Man hat dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn dann die Diskussion aber mit Hin- und Herschreiben weitergeht, dann sollte man vielleicht auf die Chatgruppe hinüberwechseln. Aber der Beginn der Fragen oder Informationen weitergeben ist sicher auf der Supportrunde-Gruppe und dann kann man, wenn es wirklich mehrmals hin und her geht, dass man dann zur Chatgruppe wechselt. Deshalb haben wir pro Betriebsart 2 Gruppen gemacht. Wie meldet man sich an? Was ist die Voraussetzung? Ich habe gesagt, ein OE-Rufzeichen und eine OE-Mobiltelefonnummer. Beides muss zwingend vorhanden sein, also nicht nur eines, sondern beides. Und wenn ihr da zugeschaltet werden wollt, bitte ein E-Mail schreiben an oe8vwk@oevsv.at. Vorgängig bitte das Telegram-App am Handy installieren, damit ihr bei mir dann auch erscheint und ich füge euch dann hinzu. Ich verspreche euch, dass ich eure Mobiltelefonnummer niemandem weitergebe. Auch die Teammitglieder kriegen diese Nummer nicht. Die Nummern werden ausschließlich bei mir gespeichert am Handy, werden nicht weitergegeben. Der Vorteil von Telegram gegenüber WhatsApp ist ja, dass die Telefonnummer oder die Mobilfunktelefonnummer den anderen Gruppenteilnehmern nicht angezeigt wird. Somit kann man sicherstellen, dass nicht ganz Österreich dann die ganzen Amateurfunker die Handynummer von einem haben, muss er auch nicht unbedingt sein. Und deshalb, dass es diese Anonymität ist bei Telegram gegeben, außer der Admin, der braucht die Daten, um jeweils den OM hinzuzufügen. Und ich garantiere euch, also ich verspreche euch, ich gebe eure Telefonnummer niemandem weiter. Auch die anderen Teammitglieder kriegen die Telefonnummer nicht. So, was ist kein Umsetzer weit und breit? Können wir kein DMR-Betrieb machen? Frustrierend, der Gedanke. Nein, es gibt natürlich die Möglichkeit, mit einem Hotspot zu arbeiten.
Was ist ein Hotspot? Ein Hotspot ist eine Art Mini-Relais für den Privatgebrauch. Es läuft auf einer Simplex-Frequenz, geht nur wenige Meter und braucht keine extra Bewilligung. Ideal, wenn man keinen Umsetzer in der Nähe hat oder oft QSOs in andere Länder tätigt. Das ist beispielsweise bei mir so, ich hauptsächlich in der Schweiz bin, müsste ich regelmäßig die Schweizer Umsetzer nach Österreich verlinken und würde mir sicher keine Freunde in der Schweiz machen, wenn ich das jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag tätigen täte. Man ist unabhängig, das heißt, ich kann selber fix bestimmen, welche Gruppe oder welche Reflektor ich da fix aufgeschaltet haben will oder wo ich sprechen kann. Auch geeignet für unterwegs und für den Urlaub. Ich selber benutze auch einen Hotspot im Auto, wenn ich nach Kärnten fahre, erstens um die APRS-Daten drüber auszusenden und auch QRV zu sein. Was gibt es für Hotspots? Es gibt den DV4 Mini, den gibt es in 2,70 m Variante, maximal 2 bis 12 mW. Betrieb ist über Windows und über Linux. Es beherrscht die Betriebsarten D-Star, DMR, C4 FM. Wird leider nicht mehr hergestellt, teilweise kriegt man ihn noch gebraucht. Also vielleicht Augen auf, falls noch jemand einen will. Informationen gibt es auf hem-dmr.at. Für Braumeisterbetrieb empfehle ich euch den DV4 Mini nicht. Der DV4 Mini arbeitet nur mit Reflektoren, nicht mit Sprechgruppen, und im Braumeisternetz wird hauptsächlich mit Sprechgruppen gesprochen. Es gibt zwar wenige Reflektoren zur Auswahl, welche zu den entsprechenden Sprechgruppen weitergeleitet werden, aber die Auswahl ist sehr, sehr gering. Also für Braumeisterbetrieb bitte keinen DV4 Mini anschaffen. Der DV4 Ambe ist genau das gleiche wie beim DV4 Mini. Der einzige Unterschied ist, es hat ein Ambe-Chip drauf. Man kann mit angeschlossenem DV4 Ambe am Computer direkt über den Computer ohne Funkgerät sprechen und kann auch über den Lautsprecher des Computers hören. Der DV4 Mini kann man aber ganz normal, DV4 Ambe kann man als normalen DV4 Mini brauchen. Das heißt, man kann auch mit einem normalen Funkgerät über den DV4 Mini senden. Also es hat beide Möglichkeiten, Computer- und Funkgerätbetrieb. Der Kauftipp von mir, DV Mega, den gibt es als Dualband und 70 cm Variante, maximal 10 mW, gemäß Hersteller zumindest. Mich dünkt das jeweils ein bisschen mehr, aber bitte. Betrieb ausschließlich über ein Raspberry Pi mit Linux möglich, mit einer einzigen Ausnahme, da ist der DV Blue DV, da komme ich nachher dazu. Geht in D-Star, DMR, C4 FM, in der Zwischenzeit auch noch Next, NXTN und Abco und diese Pager-Sache da, DubNet. Kostenpunkt ca. 90 bis 140 Euro, je nachdem wo man ihn kauft. Der Dualband ist ein bisschen teurer. Information dazu auf hem-dmr.at. Wieso empfehle ich den 70 cm Variante? Ganz einfach betreffend dem Firmware Update. Ihr seht hier oben, das ist ein DV-Mega-Modul 2,70 m. Wenn ihr hier das Firmware-Update einspielen wollt, dann müsst ihr jetzt mit einem Kabel ein Kabel anlöten. So, jetzt habe ich es draußen. Und hier wäre kurz ein DV-Mega-Single-Band zu sehen. Hier hat es einen schwarzen Chip. Und beim Single-Band ist so, da kann man diesen schwarzen Chip wegnehmen, vorsichtig, auf einen Arduino Uno, das ist auch so eine Platine, aufstecken, und da kann man via Computer über diese Platine diesen Chip, das Firmware-Update einspielen und dann den Chip wieder auf den DV-Mega drauf. Also deshalb ist der Single-Band-DV-Mega dem Dual-Band-DV-Mega vorzuziehen. So, kommen wir zu der einzigen Ausnahme, die nicht auf Linux läuft, das ist der Blue DV. Das wäre ein DV Mega, allenfalls Dualband DV Mega oder 70 cm Variante, es gehen beide. Die werden über einen BlueStack Micro Plus Bluetooth Adapter Board betrieben. Das ist dieses untere Teil, so, wo ist die Maus hier? Dieses untere Teil, das ist dieser BlueStack Micro Plus. Und als Software beziehungsweise Bedienung funktioniert über Android-App oder iOS-App. Also vor der Bestellung schauen, habt ihr ein iPhone, also irgendein Produkt von Apple, dann ist das iOS wichtig, die iOS-Variante zu bestellen, oder habt ihr ein Android-Handy oder Tablet. Auch 10 mW funktioniert auch in den bekannten Netzen. Kostenpunkt, alles miteinander
mit dieser zusätzlichen Platine 137 bis ca. 180 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Da kommen wir zum Open Spot. Das ist eine reine 70 cm Anwendung mit maximal 20 mW, wird nicht mehr hergestellt seit kurzem. Der Open Spot braucht kein weiteres Zubehör, hat aber kein WLAN, das ist noch wichtig. Muss via Netzwerkkabel betrieben werden, braucht aber keinen Raspberry, keinen Windows-Computer, nichts. Der wird an den Strom angesteckt, an den LAN-Anschluss das Netzwerkkabel, das in den Router und schon ist er, muss, ja, konfiguriert muss er natürlich noch werden und dann ist er bereit. Also kein Raspberry und kein Windows-Computer notwendig. Kann auch D-Star, DMR, C4 FM, die verschiedenen Sachen ist jetzt da eingeblendet. Man kann DMR-Betrieb mit einem C4 FM-Funkgerät und umgekehrt machen. Der transkodiert das selber, der OpenSpot. Hat fünf speicherbare Profile, die man mit einer Tastenkombination am Funkgerät selber hin und her schalten kann. Kostenpunkt, wenn er noch erhältlich ist, etwa 150 Euro plus Versand. Informationen auf Shark rf.com auf Englisch oder auf Deutsch ham-dmr.at. Im Download hat das auch noch eine Bedienungsanleitung, eine deutsche, die ich geschrieben habe für den OpenSpot. Die wurde in den letzten 1,5 Jahren 7700 Mal runtergeladen. Das ist ein großer Erfolg. Freue ich mich natürlich, dass das so extrem viel benutzt wird, diese Anleitung. Und der OpenSpot, ja, ist dort im Detail beschrieben. So, Nachfolgemodell OpenSpot 2. Ist auch eine 70 cm Variante, auch 20 Milliwatt, soll im Herbst 2018 erscheinen, braucht kein weiteres Zubehör. Dieser OpenSpot 2 hat WLAN, leider fehlt ihm jetzt die LAN-Schnittstelle, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe lieber LAN-Anschluss anstatt WLAN aufgrund der Stabilität, aber alle, die nach WLAN geschrien haben, haben jetzt mit dem OpenSpot einen WLAN-fähigen Hotspot. Die ganzen Betriebsdaten, die wir eh schon erwähnt haben, was die Hotspot können, kann er natürlich. Man kann auch hier mit DMR-Betrieb mit einem C4 FM-Gerät und umgekehrt machen. Kostenpunkt und Lieferzeit genau noch nicht bekannt. So, auch ein Hotspot ist diese MMDVM HS Dual Head, diese Mikro-Repeater-Platine. Das ist der erste Hotspot für den Heimgebrauch mit wenigen Milliwatt, der Zeitschlitz 1 und 2 unterscheiden kann. Man steckt diese Repeater-Platine auf den üblichen Raspberry Pi, ein Gehäuse herum und dann hat man einen schönen netten Hotspot, Repeater-Hotspot zu Hause mit Zeitschlitz 1 und 2. Seine 70 cm Variante, der mehr Zeitschlitz 1 und 2, 10 Milliwatt maximal ist angegeben. Betrieb nur über Raspberry Pi möglich, über Linux. Kann D-Star, DMR, C4 FM, Babco 25 NXDN. Kostenpunkt für die Platine ohne Raspberry, nur die Platine ca. 100 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. So schaut die Platine ein bisschen vergrößert aus. So, Hotspots am IPSC2. Wenn man am IPSC2 kann man die Hotspots anschließen, kann auch fix Sprechgruppen abonnieren, Reflektoren dazuschalten, den Startreflektor, wie man es gerne hätte, wie bei den Umsetzern. Man erfasst das direkt als selber unter den Options, unter den MMDVM-Einstellungen, unter Options. Eine Anleitung, wie man das konfigurieren kann, findet man im Download unter ham-dmr.at zu finden, bei den PDFs unter PyStar DVMega. Man braucht sich nicht zu registrieren, es ist keine Registratur notwendig. Registratur, Brandmeister Hotspot. Auch beim Brandmeister kann man Sprechgruppen fix hinzuschalten, wieder wegnehmen. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich auf der Brandmeister-Seite, brandmeister.network, das sogenannte Self-Care. Man geht unter Anmeldung, der Pfeil zeigt's. Und dort, Entschuldigung, jetzt muss ich da wieder zurück, unter Anmeldung. Und ist dann die verschiedenen Schritte, die bei der Anmeldung notwendig sind und wie man es hinzufügt, habe ich beschrieben auf ham-dmr.at, ist auch beschrieben im DMR-Handbuch für Österreich mit Bildern Schritt für Schritt. Also ich muss da hier nicht im Detail drauf eingehen, wie das geht. Also könnt ihr dort nachschauen. Funkgerätprogrammierung. Auf was sollte man achten?
eine gewisse Reihenfolge einhalten. Das lohnt sich. Auch da gibt es einen Beschrieb als PDF auf hey-dmr.at. Kontaktliste. In der Kontaktliste sind die Sprechgruppen, Reflektoren. Dann idealerweise fasst man ein paar OM, die man, mit denen man regelmäßig spricht. Die Sprechgruppe jeweils als Gruppe erfassen, Rufzeichen und Reflektoren als Einzelruf oder Privatruf erfassen. RX-Liste ist ganz was Wichtiges im Funkgerät. Und zwar bei den Funkgeräten, die die Funktion nicht haben, dass alles gehört wird. Dort muss man in die RX-Liste die Sprechgruppen hinzufügen, welche man will, dass dass wenn darüber gesprochen wird, man das wirklich am Funkgerät hört. Hat man eine Sprechgruppe nicht hinzugefügt und ein Signal wird über einen Umsetzer ausgestrahlt, auf welchem man QRV ist, sieht man zwar am Funkgerät, dass ein Signal angezeigt wird, also die Feldstärkeanzeige zeigt das an, aber man hört nichts und am Display erscheint nichts. Und deshalb bei den Motorola und Hytera-Geräten ist es zwingend, dass man diese RX-Liste, RX-Group-Liste, RX-Liste, wie es auch immer heißt, im Funkgerät erfasst und dort jeweils die Sprechgruppen, die man wirklich hören will, hinzufügt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Als erstes bin ich nämlich an dieser Liste gescheitert, dass ich mit DMR begonnen habe, weil ich nie was gehört habe. Nicht vergessen, bei der Programmierung der Funkgeräte, die alle TGs in die RX-Liste, das ist einmal das Erste und das Wichtige auch natürlich neben der RX-Liste die eigene DMR-Nummer im Gerät erfassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht das bitte als Erstes, damit seid ihr noch auf der sicheren Seite. Scanliste. Bei der Scanliste kann man die Kanäle hinzufügen, welche nachher gescannt werden sollen. Man kann da meistens mit Tastendruck oder Menü kann man den Scanner aktivieren. Also die Scanliste, die ist dazu da, welche Kanäle gescannt werden sollen. Roamingliste dient dazu, dass das Funkgerät automatisch auf den stärksten Umsetzer umschaltet. Können die Hytera-Geräte, hat aber bei mir nie richtig funktioniert, deshalb benutze ich diese Roaming-Geschichte nicht, möchte auch nicht näher darauf eingehen. Meiner Meinung nach funktioniert das nicht so ganz, wie es aus dem Wort klingt. Zonen. Funkgerät, jedes DMR-Funkgerät hat verschiedene Zonen. Bei den Zonen kann man Kanäle zusammenfassen nach Region oder wie ich es gemacht habe, jeder Umsetzer als eigene Zone und da kann ich jeweils die Zone aussuchen, den entsprechenden Umsetzer nachher mit der Kanalwahlschalter die verschiedenen Sprechgruppenkanälen anwählen. Kanäle kann man programmieren eben mit verschiedenen Informationen, DMR und FM hinterlegen. Jawohl. So, ich mache jetzt eine kurze Pause, weil ich muss jetzt wirklich mal was trinken und es geht gleich weiter. So, ich bin wieder zurück. Meine Pause habt ihr nicht groß bemerkt, sondern nach 1,5 Stunden musste ich jetzt wirklich mal einen großen Schluck trinken. So, und was beinhaltet eine Kanalprogrammierung? Natürlich der Unterschied, will man den Kanal in DMR oder FM abspeichern. Die Sendeleistung tief, mittel, hoch, je nach Funkgerät 1 bis 5 Watt. Bei Handfunkgeräten, es gibt zwar Handfunkgeräte, die schon 10 Watt haben, angeblich, meistens wenn man misst, sind es dann 7 oder 8 Watt, aber angegeben sind mehr. Und bei Mobilfunkgeräten kann man davon ausgehen, zwischen 5 und 50 Watt. Die RX-Frequenz, die Empfangsfrequenz muss erfasst werden und die TX-Frequenz, die Sendefrequenz. Dann die Auswahl der Scannerliste, Sendezeitbegrenzung, sogenannte Quassersperre, noch wie lang darf man maximal senden. Ideal ist, wenn das Funkgerät eine Vorwarnfunktion hat, dass das Erreichen der Sendezeitbegrenzung, also der Quassersperre, bald erreicht ist. Dann der TX-Kontakt, beispielsweise die Sprechgruppe oder das Rufzeichen oder der Reflektor. RX-Gruppenliste habe ich vorher erwähnt. Bei gewissen Geräten wird nur gehört, was dort hinterlegt wurde. Also nur die Sprechgruppen, die dort hinterlegt sind, werden gehört. Das ist ganz was Wichtiges. Außer die Geräte wie das Anytone oder die TY-Tere, Davis-Geräte, die haben den sogenannten Prosiskus-Mode. Dort wird alles gehört. Da kann man diese RX-Liste natürlich vernachlässigen. Color Code. Der Color Code ist eine Art Tonsquelch bei DMR. Ist ideal, wenn man in einer Region ist, wo man befürchten kann, dass vielleicht die Frequenz durch einen anderen Umsetzer auch schon belegt ist, kann ja sein, dass das zu Überschneidungen
führt und wenn man da verschiedene Color Codes hat, dann ist das kein Problem. In Österreich ist aber ausschließlich Color Code 1 aktiv. Aber in der Schweiz beispielsweise hat mein Umsetzer nicht den gleichen Color Code wie der Umsetzer, der da in der Westschweiz ist, als sicherheitshalber, ja. Der Color Code übrigens ist beim Brandmeister ersichtlich im Dashboard. Bei jedem Umsetzer sieht man unten unterhalb der Frequenz den Color Code und weiß automatisch, welcher Color Code der Umsetzer hat. Dann wird unterschieden zwischen Zeitschlitz 1 und 2 in der Kanalprogrammierung. Bei FM natürlich der analoge Tonquelch, der CTCSS oder CDCSS. So, Dashboard. IPSC2, da habe ich übrigens ein eigenes YouTube-Video gemacht, welches das Dashboard erklärt. Möchte trotzdem noch kurz noch einmal darauf eingehen. IPSC2 Dashboard, da sieht ihr die ganzen Umsetzer, die verbunden sind und wo aktuell QSOs laufen und wo welche Sprechgruppe fix aktiviert ist, wie auch der Startreflektor. Eine Last-Heard-Liste hat das auch unter Monitor. Unter Matrix seht ihr, welche Umsetzer welche Sprachgruppen fix gebucht hat. Hoppala. Ja, das ist das. Die anderen Einträge, die sind nicht so interessant eigentlich. Brandmeister-Dashboard, das ist dort ein bisschen fülliger, hat Vor- und Nachteile. Manchmal ist es schon fast ein bisschen viel. Möchte da auch drauf eingehen, wie das ausschaut. Zuletzt gehört. Ist eine Unterseite, dort sieht man, welche Stationen gerade aktuell gesprochen haben oder aktuell am Sprechen sind. Und der Repeater sind alle Umsetzer aufgelistet. Auch die Mikro-Repeater-Platine mit zwei Zeitschlitzen wird hier leider als Repeater aufgeführt. Dann die Hotspots, ist klar, Hotspots habe ich erklärt. Und weiter unten Netzwerkkarte mit aktiven Stationen ist sicher auch noch was Interessantes. Dann kann man natürlich auch suchen nach einem entsprechenden OM oder Hotspot oder nach einem entsprechenden Repeater. OE8XGK beispielsweise kann man eingeben. Da, ich habe da jetzt OE8XFK eingegeben in dem jetzigen Beispiel. Das ist der Umsetzer Dobratsch in Kärnten. Und wenn ich den so eingegeben habe, dann wird er mir nachher so angezeigt. Ich weiß, es ist sehr, sehr klein. Ich möchte nur grob kurz erklären. Anschauen könnt ihr das dann selber unter brandmeister.network findet ihr das entsprechende Dashboard. So, im oberen Teil sieht man die Informationen vom Umsetzer, wie der Name des SysOps, was für ein Umsetzer das ist, die Sendeleistung. Man sieht unten dran die Frequenzen und wie ich es erwähnt habe, unter CC den entsprechenden Color Code. Unten dran bei der Zeitschlitzen sieht man der Zeitschlitz 1 und 2, die dunkelblauen Kästchen und mit der Nummer bedeutet, das sind die Sprechgruppen, die fix aufgeschaltet sind. Orange ist am Zeitschlitz 1, ist jetzt aktuell die Sprechgruppe 216 aktiviert, die ist maximal 10 Minuten aufgeschaltet und wenn 10 Minuten lang niemand mit dieser Sprechgruppe drückt, dann ist die Sprechgruppe wieder weg. Unten ein bisschen klein sieht man nicht so ganz. Das wäre die Landkarte eigentlich, wo ersichtlich ist, wo sich der Umsetzer befindet. Sieht man jetzt hier in diesem Beispiel nicht so gut, aber wenn ihr da selber mal auf die Suche geht, wird sie das schon ein bisschen besser sehen. Im oberen Teil sieht man noch das Last Heard, ein Auszug der letzten Station, die zuletzt über diesen Umsetzer gesprochen haben. Man kann das noch ein bisschen detaillierter anschauen, indem man zuletzt gehört anklickt. Man sieht das mit dem Pfeil. So, und dann schaut das dann so aus. Ihr seht viel mehr Einträge da. Man sieht, vor wie vielen Minuten gesprochen wurde, dass es jetzt ein Hetero-Umsetzer ist. Man sieht die OE8-Station, die gesprochen hat. Man sieht ja den Umsetzer logischerweise. Man sieht die Sprechgruppe, Zeitschlitz. Man sieht das Signal, mit dem der entsprechende OM am Umsetzer angekommen ist und wie viele Prozent Ausfälle er gehabt hat und wie lange er gesprochen hat. Das sind dann die zweitletzte Zeile. Kurz zum Brandmeister-Dashboard. So, kommen wir noch kurz zu Seiten, die interessant sind. Die DMR Österreich-Seite hem-dmr.at. Sicher mal von Vorteil, dort einmal reinzuschauen. Dann die DMR-ID beantragen.
beantragen. Aber da ist auf der Homepage wie auch im DMR-Handbuch im Detail beschrieben, Schritt für Schritt mit Bildern, wie das funktioniert. Dann das Dashboard vom Brandmeister, das wir vorher gesehen haben. Das lohnt sich alleweil mal dort reinzuschauen und herumzuschnuppern und der brandmeister.netzwerk zu finden. Das Dashboard übrigens vom IPSC2 ist auch unter hey-dmr.at zu finden. Dann Programmiersoftware, Firmware, Links zu, wo man Firmware herunterladen kann, PDF-Handbücher und Anleitungen, alles unter hey-dmr.at unter der Rubrik Download. Und natürlich den YouTube-Kanal von mir, über welchen ihr wahrscheinlich jetzt auch dieses Video gefunden habt. Auch das ist sicher eine Informationsquelle. Fragen? Ja, wenn ich dieses Referat jeweils live vorführe vor Zuschauer, also in einem Raum, nicht am Computer logischerweise, dann ist jetzt die Zeit für Fragen. Ihr könnt mich jetzt nicht live fragen, ist natürlich technisch nicht machbar. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt oder Vorschläge habt für irgendwelche YouTube-Videos, dann bitte unter Kontaktformular unter hey-dmr.at das Kontaktformular ausfüllen, die Fragen dort stellen und dann wird das Team die Frage so schnell wie möglich beantworten. Aber manchmal bitte auch ein bisschen Zeit einplanen für uns, weil wir machen das ja alles als Hobby und ich selber bin noch erwerbstätig. Das heißt, ich arbeite morgens bis abends und da braucht es halt jeweils auch ein bisschen Zeit. Gut, da möchte ich mich bedanken. Ich weiß, es war jetzt ein sehr langes Video. Es ist aber bewusst so gehalten. Ich mache normalerweise kurze Videos oder nur einen kurzen Themabereich, vielleicht 10, 20 Minuten erklärt. Das ist jetzt ein sehr langes Video. Es soll ja auch ein Referat, ein bisschen eine Einführung, dass ihr mal seht, was es bei der mehr so gibt, wie das so vor sich geht. Und ist auch vielleicht eine Variante an einem Clubabend in ein oder zwei Teilen das vorzuspielen, weil ich ja nicht immer live irgendwo vorsprechen kann, Referat führen, was ich zwar sehr gerne mache, aber einfach nicht machbar ist immer. Und vielleicht gibt es auch da die Möglichkeit, an einem Clubabend dieses Video vorzuführen. Ist das erlaubt? Das Video selber ist freigegeben, um vorzuführen. Gut, dann war es das für mich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, Telegram habe ich erklärt, die Supportrunde habe ich erklärt und noch einmal hey-dmr.at. Wünsche euch 73 und danke, bis demnächst.